Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore Staffel 3, rein in die Welt. Wir haben es endlich erstmal geschafft. Unsere ganze Insel ist mit Dreck aufgefüllt. Es war eine Heidenarbeit, aber gut, dass ich mich entschieden hatte, da drüben auf der Insel, auf der Buddelinsel, einen Steinbruch aufzubauen. Das seht ihr, noch nicht alles geschafft. Gut, Kommando zurück. Wir sind noch nicht fertig. Ich wollte nämlich schon sagen, wenn wir fertig sind, dann können wir nämlich hier die andere Sache anfangen. Was für eine andere Sache? Die Kürbisfarm, nein, Spaß. Kakteenfarm. Gar nicht. Haben wir noch was? Nö. Habe ich hier irgendwo noch Sand? Ja, Sand, ja, ein bisschen. Auch noch ein bisschen Sand. Nehmen wir noch den hier, und dort hier und dort hier. Wir haben auch noch Sand, sehr schön. Du wolltest so überall Sandstein nehmen, aber jetzt haben wir Sand. Ich hatte jetzt keine Lust, noch mal runterzulaufen. Ist ja verständlich, wenn man denkt, man ist fertig und dann so, ups. So, jetzt geht's auf den letzten Metern. Langsam Stück für Stück voran. So, jetzt aber. Ja, oder wir ziehen es hier wirklich. Ja, komm, wir machen das hier bis hierhin. Sicher ist sicher. So. Dann haben wir es dann wirklich endlich geschafft. Dann können wir wirklich unsere Kakteenfarm in Angriff nehmen. Und nein, da machen wir hier keine mit. Auf Basis von. Knochenmehl oder XP hatte ich ja schon angekündigt, wenn ich es mache. Einfach so, dass wir mal ein bisschen grünen Farbstoff haben. Da habe ich die Schippe, das muss nämlich weg. Langt die Erde doch gerade so? Das wäre es natürlich jetzt. Schlimmster Fall, wenn sie nicht schlagen, da haben wir ein Problem. Dann musst du wieder rübergehen auf die Buddelinsel. Ja, das können wir machen, aber das ist halt wiederum Zeit, die uns dann bei unserer Kaktusfarm kaputt geht. So, schön. Danke, jetzt haben wir's. Gut, also, wo haben wir unsere Kakteen versteckt? Stimmt, eine Grünzeugkiste. Genau. Machen mal zwei Eimer, dass wir dann da drüben mal ein bisschen was machen können. So. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch andere Bausteine. Und ich werde dann vielleicht da liebend gerne auf Sandstein gehen.
Wir werden auch unseren Stone Cutter mit rübernehmen. Ich denke mal, mit denen kann man auch effektiver das bearbeiten. Als händisch alles umzukraften und dann, jetzt muss man Slabs draus machen und dann das und dies und jenes und dann, uah. Okay, haben wir glücklicherweise ganze Blöcke genommen. Dann können wir nämlich mal einen Wasserfluss testen. Ich möchte nämlich mal testen, wie das jetzt hier, dass wir so das Wasser so hinbekommen, dass das exakt in in der Mitte hier landet. Ich denke mal, beim hier 8x8 wird es nicht gehen. Könnte vielleicht bei 9x9 funktionieren. Okay, probieren wir es mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kommt der weg? So, du kommst. Auf jeden Fall dahin. Du dahin und du dahin. Perfekt. Schön. Das ist schon mal wichtig. Warum ist das wichtig? Denn da soll dann unser Sammelpunkt hinkommen, wo wir dann. Beziehungsweise unsere Sammelecke. Von unserem Material. Ah, auf jeden Fall. Ich brauche eine Schaufel. Eieiei. Und ich nehme nicht unsere gute Diamantschaufel. Wir machen das so. Und dann machen wir noch eine Eisenschaufel daraus. Gut, wir müssen quasi jetzt hier noch einmal drumherum wegnehmen. Denn das ist unsere Umrandung. So, okay. Genau, ich wollte jetzt den Stone Cutter aufstellen. Cute Sandstone. Und jetzt hier nochmal rein. Ne, da kriegen wir bloß die Cute Sandstone Slabs. Also. Das ist ja auch okay, denke ich mal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das der Punkt genau. Ich will quasi jetzt schon mal hier den Abtransportplan. Das würde ich mir aber gerne mit Wasser machen. Also 1, 2. Ah, wisst ihr was? Bevor wir uns hier wieder. Dumm und dämlich rechnen oder zählen und dann am Ende eh nicht hinkommen. Gut, dass wir nicht mehr hier Auto-Walk anhaben. Auto-Jump. Ah, okay, bis hier. Das heißt. Schön, da kann dann hier der Hopper hin und hier eine Doppelkiste. Hab ich eine Kiste mit hier? Alles klar, hier muss ich noch ein bisschen was.
Einbauen ist da drüben jetzt auch schon was wieder verloren gegangen. Ja. Müssen wir erstmal kurz ein bisschen was hier sicher bauen. Wollte ich eh so machen. Also hier, dass das. Da ist das nämlich ja schön verkleidet. Da können wir wirklich alles dann da runter und weg. Beziehungsweise wollte ich ja eh hier das hier so hier verkleiden. Zumindest unten. Oben mit Glas. Schön. Weißt aber, ich kann mir gleich mal noch ein bisschen mehr davon machen an Holz. Wir brauchen nämlich eine Doppelkiste und einen Hopper. Da. So, und dann müsste der jetzt hier theoretisch da rein. Genau, hier müssen wir am besten wirklich wieder eine Stufe oder so hinmachen. Damit da nicht wieder alles wieder rüber geworfen wird. Da ist der Cutter. Es muss ja nur eine sein. Dann wird nämlich alles hier reingepflanzt. Genau. So war der Plan schon mal. Jetzt machen wir uns erstmal das hier so. Dann haben wir hier unseren Cute Sandstone. Da wird dann alles drauf landen. Ja, ich könnte jetzt hier auch wieder damit arbeiten, die Diamantschaufel zu nehmen. Möchte ich aber nicht. Wir können auch ein bisschen was in Ruhe buddeln. Und ich habe Angst, dass ich hier alles wegrubbe. Wäre ja nicht so prickelnd. So, wir können auf jeden Fall noch einen ganzen Stack. Von den Cute Sandstones machen. So, und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen mal. Okay, das können wir so machen. Ja, ich hätte es vielleicht am besten mit Sand. Nee, ich muss das schon mit solchen massiven Blöcken machen. Aber ich brauche dafür jetzt gerade keinen noch weiteren gesmoothten oder bearbeiteten. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach gemacht, erklärt. Wir müssen das noch eins höher machen. Sogar zwei höher. Denn das Wasser, was hier in die Ecken kommt, muss ja hier bis zur Mitte durchfließen. Und ich mache den mal da mal. Wie viel haben wir jetzt hier? Das sind 8, 16. 16, das heißt, ich mache mal die hier mal als
Sandstone Slabs. Die müssen wir nämlich dann umbauen, umverlegen. Und wir machen hier auf jeden Fall eine Glasumrandung drum. Hallo, es wird doch schon Nacht. Ich will schlafen. Und die ist auch relativ einfach gemacht. Und wir brauchen dann noch Zäune. So, okay. Autsch. So, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ganz simpel. Hier unten drunter kommt dann ein Slab. Und auf die Slab kommt dann einem Sand. Das heißt nämlich, der Block, der oben drüber ist, kommt auch wieder weg. Deswegen wird er erst weggemacht, wenn alle Slabs platziert sind. So. Wir wissen ja alle, die Kakteen oder die Kaktusse, die wachsen ja immer weiter. Und ab einem gewissen Punkt, also die werden dann nicht höher als der Block, also zwei Blöcke wachsen, weil dann sind es dann hier in der Mitte Zäune lang gehen. Wir brauchen also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Zäune. Und weil wir ja eh hier sind, machen wir Bambuszäune. Schön. Das ist eine nice Idee, was ich jetzt gerade habe. Hier kommt ja dann der Kaktus hin. Hier kommt der Sand, hier kommt der Kaktus. Dann haben wir das schon mal alles jetzt. Kann man nämlich die Blöcke dann wegmachen. Dann können wir hier oben die Kakteen draufsetzen. So. Gut, also das kommt nämlich jetzt wieder weg. Dann haben wir das doch gleich gut gelöst. So, da haben wir gleich die Blöcke, wo dann die Kakteen kaputt gehen. Und haben aber auch gleich die Blöcke, wo dann die Kakteen drauf gepflanzt werden. Aber du hältst keine neuen Blöcke durch. 16 Blöcke meinte ich. Und nein, ich nehme dafür jetzt keine. Nehme ich nicht unsere Dia. Weil die können da am Ende auch noch den Sonstblock noch gut kaputt machen. So, und da haben wir noch einen. Gut, also zack, 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 zack. Gleiches Prozedere nochmal hier. 1, 2. Zack, 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 zack. Und dadurch, wenn die wachsen, werden die ja hier kaputt gehen. Und durch den Wasserfluss werden die dann da runtergetrieben. Stimmt, den Wasserfluss haben wir ja für was anderes gebraucht. Aber dadurch haben wir es jetzt schon mal gut gelöst.
1, 2, 3, 4. Wir machen so 5 Blöcke hoch. So 15, 15. Ja, wir brauchen schon ein bisschen was. Wir haben noch Sandstein. Ich mache mal 4, 8, 12, 16. Jetzt wird es ein bisschen länger. Sorry dafür. Aber ich würde jetzt gerne sozusagen hier die Pillar machen. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40. Von denen müsste es eigentlich schon passen. Und den Rest tun wir dann wieder mit Glas befüllen. Eins, zwei, drei, vier. Dann gehen wir einfach hier mit rum. Und dann hoffe ich mal, dass ich die 40 Blöcke lang. Oder habe ich mich gut verzählt habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, und jetzt müssten genau neune. Ach, das ist schön. Hab ich noch mal ein bisschen richtig gezählt. Aber man muss halt immer dran denken. Das dauert hier sehr lange, bis die wachsen. Ich mache jetzt hier extra Glas hin, damit hier nichts rausgedrückt werden kann, aus Versehen. So, und da haben wir jetzt auch schon fertig. Ja gut, die war halt jetzt sehr schwer zu bauen. Finde ich auch. Schwierigkeitsstufe minus 5. Nein. Ich kenne es halt, weil ich viel schon sowas gebaut habe. Und halt auch viele Videos mal gesehen habe. Deswegen. Schwierigkeit von 1 bis 10. Von meiner Sicht her eine. Eins. So, jetzt gucken wir noch mal kurz hier rein. Wir tun jetzt nur die 14 hier rein und dann werden wir sehen, was dann so mit der Zeit sich ergibt. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit. Aber das kriegen wir hin. So, machen wir noch schnell die zwei, drei Sandlöcher hier zu. So, 14 Stück. Sehr, jetzt kommt das hier raus. Das müssen wir dann alles dann schön mit der Zeit ausräumen. Nice. Zack, zack, zack. So, unsere Kaktusfarm steht. Bambusfarm. Das müsste eigentlich sogar der Stein schon durch sein. Also mir gefällt es langsam hier. Und dann kommt ein Creeper und macht alles zunichte. Eieiei. Immer noch nicht durchgebrannt. Oder der Eimer, die Lavas. Schön. Cool, dann können wir halt wirklich dann in der nächsten Folge. Ist zwar nicht so viel, aber. Wir können ein bisschen was bauen gehen. Mit der Mauer lang ziehen. So, aber nichtsdestotrotz sage ich an der Stelle, kommentieren, abonnieren, liken, macht's gut und tschüss.